Und damit herzlich willkommen zurück zu SpongeBob. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich muss sagen, mir macht das Spiel so unendlich viel Spaß. Es ist einfach witzig, es kommen all die Erinnerungen hoch. Es sind teilweise ein paar sehr lustige Stellen mit drin und auch generell, man muss es nicht sehr ernst nehmen. Es ist auch schön einfach gestaltet. Man kann einfach mal ein bisschen das Gehirn ausschalten und wild auf Tastatur und Maus rumdrücken. Das ist doch mal was Schönes. Gut, die haben wirklich alle... Er läuft ja aber cool. Er ist hier der Gangster in der Hood. Ha? Banana Joe. Teleportkiste müssen wir noch nicht. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Schlüpfer brauchen wir auf jeden Fall. Lasst uns nochmal ganz kurz hier lang gucken. Oh nein, wieder so einer. Ah, shit. Den sollten wir am besten mal einmal hauen und dann... Ja, dann in Deckung gehen, wollte ich gerade sagen. Hat leider nicht ausgereicht. Oder wir hauen den einmal und machen dann so ein... Vielleicht klappt auch das. Ah, wir müssen erst die Wanderblase erlernen. Geschenke öffnen ist klasse. Oder wir hätten halt Patrick mitgenommen. Aber hier war, glaube ich, auch keine Melone in der Nähe. Oder uns zeigt es die Melone vielleicht auch nur an, wenn Patrick da ist. Aber ich glaube fast nicht, die zeigt es dauerhaft an. Nö, Teleportkiste brauchen wir noch nicht. Ach, das war natürlich dumm. Wir haben bloß noch eine Schlüpfer. Wir haben mal wieder eine. Okay. Hä, aber was hätte ich machen sollen? Habe ich nicht ganz verstanden. Weiter geht's. Ja, SpongeBob, der ist einfach etwas beweglicher. Da. So, einmal hauen und dann noch einmal diesen. Ach, hat... Nein, wir sind tot. Wie er sich freut, dass er uns erwischt hat, gibt's ja wohl nicht. Welch Schadenfreude. Okay, ich muss mir noch eine bessere Taktik überlegen. Für die mit der Waffe hier. Die sind nämlich tatsächlich gar nicht mal so einfach. Einmal hauen und dann erstmal Deckung und... Ja. Ja, so funktioniert's. Jetzt müssen wir den D1000 aber noch... Oh, macht er jetzt die mit der Waffe? Oh nein. Das ist natürlich richtig fies. Aber jetzt haben wir eine Taktik raus. Okay. Und schon 5.500 passt. An glänzenden Objekten. Ach. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ja, zum Glück gibt es genügend Boxershorts hier. Weil ich spiele das Spiel mit einem IQ von Patrick. Damit es auch authentisch wirkt. Ne? Das ist jetzt... Ich könnte das natürlich viel besser spielen. Ne? Das ist ein Steintiki. Mit normalen Moves kann er nicht zerstört werden. Er kann jedoch von Donnertikis in die Luft gejagt werden. Okay. Ja, haben wir ja gerade schon erledigt. Da drüben haben wir noch eine Boxershorts. Braucht man nicht. So eine goldene wäre schön, dass wir vielleicht mal wieder eins mehr haben könnten. Ey. Gib mir mal die Boxershorts. Hey. Ach, warum können die so hochschlagen? Aber was hätte ich denn jetzt machen sollen? Ich konnte... Ach so, ich hätte hingehen müssen und wieder abhauen, ne? Ach, Mist. Schon wieder fast gestorben. Also ich finde es mittlerweile gar nicht mal mehr so einfach. 150, ne? Die geben wir doch aus. Lass uns bitte durch. 150, das ist doch nichts. Wir sind doch hier Rich Kids. Es glänzt. Es glänzt, ich will es haben. Oh, hier unten ist eine Boxershorts. Ist hier oben noch eine? Da drüben. Nee, dann springen wir jetzt nicht extra runter. Nö, lass mal. Eine Bushaltestelle in der Nähe. Okay, also die Melonen sind auf jeden Fall auch da. Wenn wir SpongeBob nutzen, da hätten wir auch die Frage geklärt. Oh nein, oh nein. Dieses Gesicht, ich finde das so witzig. Na, einmal schlagen und abhauen. Und wieder hoch und zweimal schlagen. Da haben wir ihn. Er war ja hier drüben soweit erstmal nicht. Ich glaube, wir hätten hier oben mehr Patrick gebrauchen können. Checkpoint, aber hier ist auch leider keine Bushaltestelle mehr in der Nähe. Kommen die denn hier hoch? Kommt ihr doch gar nicht. Ey, ach nur das ist aber gemein. Ich treffe sie nicht. Den habe ich verstanden. Und die verprügeln uns hier mit ihrem Schinken. Ja, wir haben bloß noch ein Leben.
Ich habe gerade etwas Angst, da runter zu gehen. Vielleicht können wir sie... Ach, können wir nicht. Da sind wir in 1000 Teile zerfallen. Zum Glück ist das hier im Spiel nicht so schlimm, wenn wir sterben. Aber ich finde es wirklich gar nicht mal so einfach. Ich weiß nicht, ob ich mich einfach wirklich zu dumm anstelle. Ach, die kommen ja die ganze Zeit wieder. Nein. Jetzt geht's, aber wenn man die in einer ungünstigen Sekunde erwischt, wo die gerade zuschlagen, dann gehen die halt nicht mehr. So, hier schnell hin. Komm, explodiert. Warum ist denn jetzt nur einer? Ah nein, der eine hat den anderen damit erwischt. Boxershots brauchen wir gerade nicht. Und hier sind wieder ein paar... Psst, Tickies. Haben wir natürlich auch alle mitgenommen. Da gucken wir nachher nochmal rüber. Da war... Was war denn da links? Da war eine Socke. Nee, da gucken wir sofort rüber. Da holen wir doch dem Patrick seine Socken wieder. Müsste Nummer 6 oder 7 sein. Ui. Nummer 8 sogar. Okay. Nein. Hä? Ja. Was machen wir jetzt? Wir sind ein bisschen in der Zwickmühle gelandet. Ach, schade. Warum kann denn ein Schwamm nicht schwimmen? Das macht doch gar keinen Sinn. Na gut, wenn er sich vollsaugt, dann macht es vielleicht schon wieder Sinn. Ich renne jetzt einfach nur noch weg vor denen. Die sind mir zu heftig unterwegs, die Guten. Das sah gar nicht so knapp aus gerade eben, als ich hier runterspringen wollte, aber es war anscheinend verdammt knapp. Jetzt haben wir's. Und eine Socke. Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Sehr schön. Boxershorts haben wir noch alle. Und dann können wir auch hier drüben weitermachen. Hier sollten wir vielleicht nicht unbedingt drauf. Hier haben wir noch ein paar leise. Na, eventuell können wir die ja mit dem. Ist ja die alle erwischt? Ja. Wurde ja vorhin sogar, glaube ich, erklärt, dass das funktioniert. Boxershorts brauchen wir nicht. Ach nein, wieder so einer. Und das auf so einem komischen Berg hier. Ist ja mies. Ah, der fällt auch gleich runter, ne? Was, der schießt von da unten nochmal hoch. Der hat aber ein krasses Aiming. Ich glaube wirklich, wir hätten das vielleicht eher mit Patrick machen sollen, weil wir hier so viele Melonen und Frierfrüchte finden. Aber egal, wir schaffen es auch mit SpongeBob. Müssen wir da drüben hin? Wir laufen erstmal hier rüber, ne? Ja. Schnell. Okay, haben wir geschafft. Sah ganz schön knapp aus, war aber gar nicht so knapp. Nein. Okay, haben wir geschafft. Und da gehen wir straight auf die 7000 glänzenden Objekte zu. Eine Boxershorts brauchen wir nicht. Ja, okay, die kommen uns hinterher. Ich wusste nicht, ob wir nochmal in die Nähe laufen müssen, aber die kommen uns anscheinend generell hinterher. Na? Supermonster-Kombi. Oh, schaut euch die ganzen glänzenden Objekte an. Das war eine ganze Menge gerade. Sehr, sehr schön. Bushaltestelle. Ja, eigentlich, wenn dieses Symbol erscheint, kann SpongeBob Wände hochspringen. Springe an die Seitenwand und drücke Space, um erneut zu springen. Das kann Patrick vielleicht nicht. Achso, das war schon das Schild. Boxershorts brauchen wir nicht. Ich glaube, wir hätten den letzten Abschnitt mit Patrick spielen sollen. Und den jetzt hier wieder mit der Bushaltestelle mit SpongeBob. Aber egal. Jawohl, das macht doch mal Spaß. Da sind wir schon hier oben. Noch ein rotes mitgenommen. Schnell hier über den kleinen Wasserfall drüber. Ach, shit. Vielleicht zwei von denen. Das ist ja doppelt fies. Ach, Mist. Ich hätte meine Taktik weiterverfolgen sollen. Und wir haben ihn. Der 7. goldene Pfannenwender. Und der hört hier in Ruhe Musik. Merkt gar nicht, dass die Welt von Robotern angegriffen wird oder übernommen wird. Ist natürlich auch was Schönes. Okay, wir können hier wieder zurückkehren anscheinend. Zum Göffelberg reisen. Ah, nicht zurück, sondern zum Göffelberg. Da soll ja der Quallenkönig sein. Pumpelblase. Ach, heute wollen aber auch alle helfen. Sei da vorne leise. Dieser Quallenkönig befindet sich mitten auf dem Weg. Viel Glück.
Du wirst es brauchen. Okay. Danke, Kumpelblase. Sehr schön. Ich fühle mich wie Ui. Ein neuer Schwamm. Da haben wir wieder alle Bock. Ich wusste ja, dass der Qualm für dich groß ist, aber wer hätte gedacht, dass er eine so schöne Stimme hat? Super Stimme. Oh oh, schlag ihn. Oh Mist, da haben wir ja direkt ein Leben verloren. Oh oh. Okay, wir... Ah, wow. Waren uns doch vor, liebes Spiel. Okay, das hier ist ein Duschvorhang. Ich weiß noch nicht genau, wie wir ihm Schaden hinzufügen sollen. Das geht und dann können wir wahrscheinlich... Ich hab ihn... Hab ich ihn getroffen? Nee, ne? Glaube nicht. Okay, also wir warten erstmal. Hier unten sind die Boxershorts. Wir können sie wieder einsammeln. Alles klar. Dann nehmen wir die auf jeden Fall erstmal mit. Hier runter kommt er ja anscheinend nicht. Dieser schöne Königsumhang, das ist schon was Cooles. Okay, wir gehen jetzt hier hin und jetzt... Hä? Wie soll ich ihm Schaden hinzufügen? Ich verstehe es nicht. Erdnussbutter, soll uns das was sagen? Was haben wir denn hier? Das ist bloß eine Transportkiste. Ich kann ihn ja gar nicht schlagen. Ich kann ja ihn nicht mit Seifenblasen töten, oder? Hm. Es ist nicht machbar. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Also dafür, dass das Spiel einem ansonsten echt viel erklärt, lässt es gerade etwas nach. Aber es tut mir nur weh, wenn ich ihn haue. Also das bringt nichts. Wir haben auch bloß noch ein Leben. Vielleicht sollten wir uns erstmal nochmal so eine Boxershorts hier unten holen. Kumpelblase. Da bist du wirklich bereit, es mit dem Wir haben gar keine Boxershorts mehr. Und da waren wir tot. Nein, ich weiß nicht, wie wir ihm Schaden hinzufügen sollen. Vielleicht doch lieber mit Patrick? Patrick kann ja Gegenstände werfen. Was stand hier dran? Zur Königsqualle, oder zum Quallenkönig besser gesagt. Dann können wir es bloß nochmal probieren. Ja, andere Moves außer die können wir ja nicht wirklich machen. Ah, okay, jetzt haben wir es. Wir müssen ihn oben schlagen. Und das am besten, wenn er seinen komischen Move macht. Oh nein. Oh nein, er sendet. Wie viele denn noch? Hör auf damit. Ich kann die ja nicht kaputt machen. Ah. Oh nein, geh weg mit den Quallen hier. Okay, ich hab's verstanden. Und zum Glück liegt ja noch eine Boxershorts, aber jetzt läuft's gerade gut. Das habe ich tatsächlich im ersten Durchgang nicht kapiert, dass wir das so erledigen sollen. Ja, was sind denn blaue Quallen jetzt? Oh shit, es wird... Ja, tut mir leid, Sponge. Oh nein. Ach Mist. Wir können die ja nicht... Ah doch, wir können die kaputt machen, okay. Aber mit den anderen ging das doch die ganze Zeit nicht. Ach shit. Lass uns die erstmal alle zerhauen. Die nerven mich. Okay, jetzt aber. Nein! Das ist wirklich schwieriger, als es aussieht. Wehe lacht mich gerade aus. Wir müssen ihn, glaube ich, nur noch einmal treffen. Zumindest hat er bloß noch ein so ein Ding da unten. Ach, Mist. Na komm. Ja. Wir haben ihn besiegt. Ran ans Chili. Okay. Wir haben es geschafft, sehr gut. War eigentlich gar nicht so schwer, wenn man kapiert hätte, wie man es machen muss.
natürlich auch schön, dass wenn er besiegt wird, dass er einfach direkt Gelee abgibt. Wir brauchen unbedingt ein neuer Schwamm. Das, wir haben da hinten, war ja nicht eine Transportkiste, war glaube ich da. Ich hole mir bloß mal noch ganz schnell die Boxershorts, damit wir auch wieder voll sind und dann, war hier nicht so eine Transport, doch da ist er. Ich dachte schon, ich habe davon geträumt. Und da sind wir wieder hier unten. Ja, haben noch einen goldenen Pfand. Hier, die konnte ich nicht. Ach, wir können die doch kaputt machen. Ich bin die ganze Zeit anscheinend immer bloß zu nah rangelaufen. Weil die mich ja jedes Mal gleich erwischt haben. Okay. Wieder was gelernt. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, wie wir hier an den goldenen Pfannwender rankommen. Nein. Und jetzt kommt gleich die Hand. Ach, Mist. Hier ist anscheinend eine Rutsche. Die müssen wir wohl nochmal rutschen. Ich bin bereit. Ach, ich glaube, wir hätten gar nicht in die Transportbox gesollt. Sondern es gab hier noch einen Rutschenabgang. Was ist denn das hier für eine Wasserverschwendung? Mach das doch mal wieder aus. Hier ist die Rutsche. Okay, die habe ich tatsächlich beim Kämpfen nicht gesehen. Na dann, lasst uns wieder rutschen. Ach, shit. Nee, hier müssen wir dran vorbei. Okay, hier sind wir zu schnell für die. Da können wir sogar laut sein. Da drüben ist der goldene Pfannwender. Nehmen wir alles mit hier. Nein! Da musste die Hand aber sehr oft kommen. Da wollte man nicht. Da haben wir gesagt, nö, wir bleiben hier. Naja, dann lasst uns nochmal rutschen. Macht ja immer verdammt viel Spaß. Ach, ich war schon wieder so dumm. Okay. Ich dachte, vielleicht können wir die unteren einfach wegnehmen und die oberen, die Donner-Typen, die explodieren nicht gleich mit, aber die explodieren anscheinend auch mit. Nein, und schon wieder. Schnell wieder hoch. Das hat sich das Spiel wahrscheinlich nicht so gedacht, aber wir sind doch schlau. Und jetzt. Und da haben wir ihn. Nummer 8. Sehr geil, da haben wir es. Voll auf den Kopf. Exit wäre hier hinten. Ach nein, guckt mal. Müssen wir nochmal schnell zu ihm? Siehst du, kein Problem. Wenn du deinen Geist und deine Muskeln richtig einsetzt, kannst du alles erreichen. Ja, ich erinnere mich noch an die Folge, wo SpongeBob zum Handelwettbewerb gegangen ist. Das war auf jeden Fall sehr witzig. Exit. Lup, lup, lup. Man muss auch sagen, dass die Ladezeiten tatsächlich sehr, sehr kurz sind. Auch generell, wenn man das Spiel komplett neu lädt. Da gibt es wieder einen Pluspunkt für. Und da gehen wir zu Thaddäus und geben ihm das Gelee. Das fühlt sich schon viel besser an. Für meinen besten Freund tue ich doch alles. Soll ich dich einreiben? Was wäre, wenn ich dir einfach den hier gebe? Jawohl, Nummer 9. Das läuft doch wie am Schnürchen hier. Und da haben wir es. Zum Glück wollte er nicht eingerieben werden. Da haben wir noch eine Socke. Wir müssen noch mal schnell zur Socke. Da brauchen wir den Patrick. Haben wir hier eine Bushaltestelle in der Nähe? Weil dann können wir ja hier einfrieren und dann können wir da rüberrutschen. So wird das wahrscheinlich funktionieren. Es ist nur die Frage, wo hier die nächste Bushaltestelle ist. Wir gucken mal, ob wir in der Nähe eine finden. Nimm das. So, hier sehe ich erstmal keine. Ich schnapp mir bloß schnell. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Genau das schnappen wir uns ganz schnell. Dann sind wir nämlich wieder voll. Ich hoffe, wir finden bald noch eine goldene Schlüpfer. Weil so 5 Schlüpfer wäre schon ganz schön. Okay, ich sehe leider keine Bushaltestelle. Also entweder müssen wir doch nochmal raus. Oder seht ihr eine? Also selbst wenn ihr eine seht, bringt mir das hier gar nichts, weil wir sind ja nicht live oder so. Ja, also werden wir wohl doch nochmal raus müssen. Und dann mit Patrick nochmal hier hinein. Denke ich zumindest. Lasst uns mal rausgehen und dann finden wir das heraus. Dann gehen wir einmal zurück. Und dann schauen wir mal. Wir haben jetzt 9 Pfannwender, 10 bräuchten wir. Dann könnten wir schon die
ersten beiden Bereiche betreten, weil für eins brauchten wir 5, für das andere 10. So, wir gehen zum Taxistand. Und mit dem Taxistand verabschiede ich mich dann auch erstmal für die Folge. Lasst wie immer gern einen Daumen da. Und dann sehen wir uns morgen 19:30 Uhr wieder. Macht's gut!